Also, was in der Folge alles passiert ist, Mann, Alter, wirklich, Leute, krass, einfach nur krass. Das war wirklich verrückt, du, das war wirklich verrückt. Auf Bock. Oh, wo sind meine Frau Ostermann Ultras im Chat? Let's go, Alter, wo sind die Frau Ostermann Ultras? Können wir mal bitte ganz kurz ein bisschen Liebe haben von den Frau Ostermann Ultras, Digga, an der Stelle hier, ja? Wäre extrem wichtig, meine Freunde, wäre extrem wichtig. So. Alles langweilige und flache Charaktere. Frau Ostermann, ja! Ja, mein Alter, Frau Ostermann Ultras, let's go. Okay, tut mir leid, Georg ist korrekt. Georg ist cool, ja? Georg ist der Größte, Alter. Lass Georg in Ruhe. Guck mal bitte, was macht der da? Was machst du da? Was machst du? Hey, ich nehm halt den... Ruhe. Das ist witzig, der Typ sieht halt aus wie Julienko und ich habe ihn jetzt tatsächlich gestern noch gesehen. Wir waren gestern noch zusammen in der Shisha-Bar, weil Jonas mit dabei war. Ah, absolut geil. Über die Nasenschleim heute den Alkohol aufnehmen. Da kann man so richtig schnell einfach betrunken werden. Niemals. Hey, ich habe vorher so ein Bier getrunken und jetzt zwei, drei Tampons. Ich Cheyenne, wirklich? Hey, willst du auch mal? Willst du mal. Hey, mach auf jeden Fall. Ja, das okay. Ist super. Warte. So, hier schön, das muss... Da sieht man aber, Leute, das gefällt Georg schon mal gar nicht. Da hat Georg auf jeden Fall keinen Bock drauf. Anastasia, eine leise Schnecke. Sven. Die sind alle noch nicht 18, also... Oder... Man kann sich auch einfach, meine Freunde, man kann sich auch einfach tatsächlich mit einem Trichter in den... also... In Arsch dann den Wodka. Natürlich gerade. Ja. Aber es ist einfach heftig. Ich mach das immer so, wenn man einfach so viel schneller den Alkohol so voll so. Stell dich mal vor, ihr geht einfach so in den Club, Alter. Ihr habt nicht vorgesorgt, dass ihr sondern drei Tampons in der Nase, Alter, und noch zwei im Hintern drin. Ja, moin. Das ist wirklich die effektivste Art, Alkohol aufzunehmen. Also, ja. Klar, das war jetzt nicht der romantischste Move, aber ich habe auch gelesen, dass man Mädchen betrunken machen muss, damit sie williger sind. Das stimmt. Also das ist so eine Faustregel, meine Freunde. Das ist so eine Faustregel. Man muss Frauen immer betrunken machen und dann kann man erst tatsächlich den nächsten Schritt wagen, nämlich das Gespräch mit ihnen anfangen oder sogar mehr, Alter. Da ist Georg geil, der hat sich in die Hose gepisst. Oh, Alter, Georg und Frau Ostermann, ich hoffe, die beiden bumsen noch, Junge. Beweisfotos, Fremdgeher! Mann, jetzt reicht doch! Was machst du denn immer? Nur mal ganz kurz, Bilder. Nur ganz kurz zur Information. Das ist eine Handyhülle von Rhinoshield und das Handy kann nicht kaputt gehen. Das ist richtig. Eine Handyhülle von Rhinoshield geht nicht kaputt, Alter. Eine Handyhülle von Rhinoshield geht nicht kaputt. Es kann nicht kaputt gehen. Egal, wie oft du es hinwirfst. Und da ist nämlich Artikel 13 tatsächlich gut. Dann darfst du nämlich sowas nicht mehr machen. Frau Ostermann. Oh, endlich kommt sie in die... Ja, Frau Ostermann hat Screamtime, Alter. Geil! Die sind fremdgegangen. Sie ist mir fremdgegangen. Die haben hier miteinander geschlafen. In dem Bett ist es verboten, auf Klassenfahrten miteinander zu schlafen. Er ist komplett betrunken. Sehen Sie das nicht? Halt. Sie haben selber getrunken. Hallo. Ist das wahr? Stimmt das? Stanley, stimmt das? Nein, stimmt nicht. Jolene. Ach man, Frau Ostermann, Alter. Ey, sie ist einfach da. Frau Ostermann ist über 18, Sven. Ja, Frau Ostermann ist über 18. Frau Ostermann, sie ist halt einfach... Es ist gut, dass sie da ist. Es ist gut, dass sie da ist, Alter. Wisst ihr, Frau Ostermann, sie ist zur richtigen Stelle am richtigen Ort und löst das Problem. Sau nice, Alter. Herzlichen Glückwunsch. Zur Dummheit, zur Ehrlichkeit, du musst jetzt leider nach Hause geschickt werden. Nach Hause? Nein. Wie der liebe Kenneth schon gesagt hat. Das ist meine Freundin, die kann nicht nach Hause geschickt werden. Hä, die kann doch nicht nach Hause geschickt werden. Die ist mir gerade fremdgegangen, weil ich ist meine Freundin. Also, hey, geht ja nicht, Alter. Skiller PvP, danke schön für den Sub. Ja, das ist meine Freundin, die kann nicht nach Hause geschickt werden. Vielen Dank. Moment mal, Frau Ostermann klärt das jetzt, wessen Freundin das ist, okay? Ganz klar. Was? Glückwunsch zur Dummheit. Diese verkackte Frau Ostermann, was denkt ihr eigentlich, wer die ist? Also, ist halt deine Lehrerin. Meine Eltern sind nicht mal wach und die wirft mich hier so einfach raus. Ich habe nicht mal was gemacht. Gut, aber die arme Frau Ostermann, Leute. Die arme.
arme Frau Ostermann, Alter. Die organisiert die Klassenfahrt. Und dann passiert sowas. Ey, Leute, es ist so traurig. Frau Ostermann kam dann auch noch mit rein. Toll, Frau Ostermann, ihr seid Frau Ostermann, ja! Warum macht ihr das? Und ich habe noch zwei andere Beziehungen gleichzeitig. Alter, er hat zwei Beziehungen gleichzeitig. Boah, das ist heftig. Das ist wirklich heftig, Alter. Wir können nochmal zu Frau Ostermann gehen und die fragen. Ist das gerade dein Ernst? Es tut mir so leid. Du warst derjenige, der mich bei ihr verpfiffen hat. Sie ist einfach fremdgegangen und ihn juckt's gar nicht, Alter. Ja. Wegen dir muss ich nach Hause fahren. Nein, du hast fremdgefickt, Alter, auf der Klassenfahrt. Und Frau Ostermann ist eine gute Lehrerin, die richtige Entscheidung getroffen hat. Das ist nicht Baby. Aber Julienko spielt mit, Alter. Ich kenne das auch, Alter. Ich komme nach Hause und dann liegt da Jody mit einem anderen Kerl im Bett und dann denke ich mir so, Mann! Und dann rufe ich meinen Scheidungsanwalt an, ja, und dann macht sie mir einen Vorwurf und sagt, toll, jetzt hast du den Scheidungsanwalt angerufen, ja, und dann bin ich am Ende schuld. Jonas, das war wirklich dumm. Ich meine Kenneth. Dummkopf Kenneth, Alter. Kenneth, Dummkopf. Wen nehme ich? Ich nehme Danny. Wahrheit ja. Oder Pflicht? Wahrheit ist was für Georg. Oh. Ich nehme natürlich Pflicht, ja? Okay, dann zieh mal schön dein Oberteil aus. Oh! Oh. Oh. Alter, Stanley! So kann ich mir vorstellen, dass der Typ, also der Schauspieler selber gesagt hat, können wir eine Szene machen, wo ich mein Oberteil ausziehe? Der hat ganz schön Körper. Und ich suche mir Fernando aus. Okay, ich nehme Pflicht. Pflicht? Ja, definitiv Pflicht. Dann darfst du Zeus küssen. Oh mein Gott. Okay, nein, ich exe lieber. Alter. Oh yeah. Okay, ich wähle Georg. Wahrheit? Ach, Georg, Mensch, Alter. Ach, Georg. Also, okay, Georg. Auf wen stehst du in unserer Klasse? Wenn er jetzt sagt, Frau Ostermann, dann raste ich aus. Dann raste ich aber richtig aus. Weil Frau Ostermann gehört uns, Chat. Also, oh mein Gott, ist es Cheyenne? Oh mein Gott. Oh nein. Nein, Georg, 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 geh nicht, nein, Georg, Georg, ach, Georg, Alter, nee, Alter, Alter, Hashtag Geoster, Alter, Hashtag Geoster, Leute. Hey, Schatz, ich dachte, ich mach gerade mal nochmal eine Memo, oh, du bist ja gar nicht mehr mein Schatz, du bist ja gar nicht mehr mein Schatz, aber ich kann, also, ich mach trotzdem Memo. Ich dachte, ich mach kurz eine Memo und ich wollte dir kurz alles Gute für deine Zukunft wünschen und ja. Einfach, dass du einen Typen kennenlernst, bei dem du keine langweilige Beziehung hast. Ja, ich liebe dich. Ach nein. Ach nein, Alter. Und da hängt Krankrafter hinterm Wäschekorb und guckt Jonas beim Pissen zu. Jungs, es ist immer so, wenn man mit YouTubern feiern geht, wa? Alter! Was machst du denn da? Was spinnst du? Du musst doch die ganze Zeit mein Handy auf den Boden fallen lassen. Was soll das denn? Was ist denn deine Mission? Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Es tut mir leid, okay? Das ist so absurd einfach. Es wäre noch besser gewesen, wenn er in dem Drink, wenn er in diesem Korb drin gewesen wäre. Wäre in diesem Korb drin gewesen, sein Kopf hätte rausgeguckt. Das wäre das Beste gewesen, was passiert hätte. Stell dir mal vor, in der Zeit hätte Jonas Pimmel die ganze Zeit noch rausgehangen, Alter. Das wäre lit gewesen, Junge. Das wäre nice. Okay, Leute. Chat. Wenn Frau Ostermann euch in dem Zustand immer Flur läuft. Da, jetzt kommt Georg, Alter. Oh! Geoster! Leute, es passiert! Es passiert, Leute, es passiert, Alter, es passiert! Georg. Die machen sich alle über mich lustig.
Warum denn? Was ist los? Die, warum sind die so gemein? Wir haben Wahrheit oder Pflicht und die haben alle ausgelacht und ich habe noch kein Zimmer. Noch? Ich weiß nicht, wo. Kein Zimmer. Du kannst auch mit in meinem Zimmer schlafen, aber gar keinen sagen. Ja, das kriegt keiner mit, das kriegt keiner mit, aber das kriegt keiner mit, wenn Georg bei Frau Ostermann am Zimmer schläft. Die übrigens genauso alles wie Georg. Hashtag schlaf doch bei mir, Alter. Nee, ist geil, also Georg hat's geschafft, Leute. Können wir ganz kurz hier ein dickes für Georg mal haben, bitte, meine Freunde. Ganz wichtig, Alter, wirklich, Georg, das geht raus an dich, Kollege, du hast es geschafft. Du darfst bei Frau Ostermann im Zimmer schlafen. Hashtag Geoster is real, Alter. Nice one. Alter, Georg, der alle Milfhunter, schon immer ein Typ gewesen, von dem ich Respekt hatte. Wirklich, Georg und Frau Ostermann, das sind für mich hier die treibenden Charaktere in dieser ganzen Serie. Ja. Ach, Frau Ostermann, sagt. Also er spielt auf jeden Fall eine Rolle richtig stark, wirklich. Ja, Leute, das ist das Material, aus dem Albträume gemacht worden sind. Schlafen können an der Stelle dann nicht mehr. Ganz viel Spaß. Die hat die ganze Zeit auf diese Weinflasche, Alter. Hat die ganze Zeit so umklammert, so. Ihr haltet euch auch an keine Regeln. Ja, ihr haltet euch auch keine Regeln. Ich bin selber die ganze Zeit am Saufen. Und ich schlafe auch mit Georg in einem Zimmer. Also ihr haltet euch die ganze Zeit an keine Regeln. Frau Ostermann, so kenne ich dich nicht, Alter. Frau Ostermann, was ist mit dir... Was ist mit dir geworden? Frau Ostermann. Leute, jetzt wird's nice. Jetzt wird's geil. Wir sehen hier den unschuldigen Georg, der im Bett liegt, Leute. Und ich will jetzt hier keine Spannung aufbauen, ja? Aber glaubt mir, wir wissen jetzt alle, was passiert. Frau Ostermann und Georg, Alter. Die beiden, die, es passiert, es wird gebumst. Ja, Leute, ich würde sagen, let's go. Oh damn, Leute. Sie hat keine Rhino-Schildhülle. Habt ihr das gesehen, Leute? Sie hat keine Rhino-Schildhülle. Ja, wenn ihr Handy kaputt... Also, tut mir leid, dann ist sie selber schuld. Wie er auch schläft, Alter. Kein Mensch der Welt würde so schlafen. Alter, wirklich. Ey, Frau Ostermann. Ich weiß, du willst Sex, babe. Ey. Will, dass du mich leckst, babe. Du laufst bei mir Backstage. Wir machen ein Sextape. Ey, ey. Und wir treiben das die ganze Nacht. Ich weiß, du willst Sex, babe. Ey. Will, dass du mich leckst, babe. Du laufst bei mir Backstage. Wir machen ein Sextape. Ey, ey. Und wir treiben das die ganze Nacht. Bam, bam, bam. Sehr gut. Ich bin gespannt. Hoffentlich passiert jetzt, Alter. Ah. Oh oh, oh oh. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Frau Ostermann? Oh nein, oh nein, oh no, oh no, oh nee. Oh nee, Alter. Georg. Huh. Leute, sie hat ihn in der Hand, Alter, den Georg. Aber sowas von. Was machen Sie da? Georg. Also, was in der Folge alles passiert ist. Mann, Alter. Wirklich, Leute. Krass, einfach nur krass. Das war wirklich verrückt, du. Das war wirklich verrückt. Da hat Frau Ostermann auf jeden Fall mal richtig, richtig reingelunzt, du.